Für den PC gibt es mittlerweile so viele hochklassige Titel, dass man leicht die Übersicht verliert. Im Video haben wir für euch ein gutes Dutzend weitgehend PC-exklusiver Spiele herausgesucht, die höchstens 15 Euro kosten. Schon zum zweiten Mal treffen die FTL-Macher ins Schwarze, denn wer anspruchsvolle Rundentaktik mit vielen spielerischen Möglichkeiten sucht, wird bei Into the Breach fündig. Der magische Mix aus Advance Wars, Schach und FTL ist ein Geniestreich. To the Moon ist nach wie vor ein Kleinod unter den Erzählspielen. Die bewegende Geschichte um einen sterbenden Mann, dessen letzten Wunsch man erfüllen soll, gehört zu den stärksten emotionalen Erlebnissen im Bereich der Videospiele. Schaltkreise zusammensetzen und deren Mikrocontroller programmieren. Shenzhen.io ist für Tüftler, die eigene Lösungen finden, anstatt vorgegebene Puzzles zu lösen. Und wer davon eine Pause braucht, verbringt viel Zeit mit einer fesselnden Solitärvariante. Es gibt heute keine Spiele wie Wipeout mehr? Ballistic NG beweist das Gegenteil. Denn Fans der Klassiker haben eine moderne Variante aus Wipeout 1 bis 3 entwickelt, einen ebenso originalgetreuen wie exzellenten Nachfolger. Wenn Städtebauer Urlaub machen, dann bauen sie ihre Städte eben im idyllischen Urlaubsparadies. Islanders ist eine wundervoll entspannte minimalistische Simulation für kurze und lange Spielepausen. Man sieht es Starseed Pilgrim nicht an, aber dieses vertrackte Knobeln in einer geheimnisvollen Welt dreht sich um große Fragen unseres Daseins. Wie drückte es der Entwickler von Braid und The Witness einst aus? Solange man noch Fragen hat, sollte man dranbleiben. Einer der besten virtuellen Flipper überhaupt und einer der wenigen seiner Art, der realen Tischen in nichts nachsteht. Pro Pinball Ultra ist die überarbeitete Neuauflage von Time Shock, der mit hervorragendem Spieldesign und glaubwürdiger Physik überzeugt. Papers, Please ist düster, unheimlich, atmosphärisch und unerbittlich. Als Grenzposten arbeitet man nicht nur hochkonzentriert, um die eigene Familie zu ernähren, sondern trifft auch moralische Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen. Ein Klassiker unter den kreativen Indie-Spielen. Besser als Crimson Clover kann man die Bullet Hell nicht in Szene setzen. Trotz eines regelrechten Overkills totschicker Effekte ist das Geschehen hervorragend lesbar und angenehm fordernd. Ein mitreißender Soundtrack und zahlreiche Spielmodi tun ihr Übriges. Anspruchsvolle Rätsel meistern und dabei auch noch im Takt bleiben? Vectronom lockt mit coolen Beats und schicker Würfelkunst, bevor es euch mit seinen kniffligen Herausforderungen für lange Zeit gefangen nimmt. Apropos coole Musik, wer auf satte Synthesizer und rasante Action steht, ist bei D-Sync richtig. In dem stylischen Shooter sammelt man Punkte durch gut getimte Waffenwechsel, indem man Gegner ins Taumeln bringt oder die gefährliche Umgebung ausnutzt. Torchlight gehört zu den wenigen Diablo-Herausforderern, die dem Klassiker tatsächlich das Wasser reichen können. Die Beutejagd ist hervorragend spielbar, motiviert auf den Punkt genau und überzeugt mit vielen eigenen Ideen. Alone with You ist eine Adventure-Novelle, die von ihrer durchdachten Erzählung lebt. Besonders die Regie hat es dabei in sich, wenn man von einem tödlichen Planeten fliehen muss und sich auf ein mysteriöses Geflecht aus Beziehungen einlässt. Auch Consortium lebt von seiner Geschichte, während man in einer Art Science-Fiction-Variante von Mord im Orient Express einen Mord aufklärt. Durch viele Entscheidungen beeinflusst man dabei im großen Stil den Verlauf der Handlung. Stellvertretend für eine ganze Reihe an Klassikern sei schließlich Day of the Tentacle genannt. Zählte das Zeitreise-Adventure schon seinerzeit zu den einfallsreichsten seiner Art, werden die cleveren Rätsel durch das modernisierte Gewand sowie zusätzliche Entwicklerkommentare sogar noch aufgewertet.